Hallo meine Freunde, hier mit einem kleinen Fragevideo an euch. Das gerade die Mannschaft gegangen, sehr gut. An euch, meine lieben Abonnenten, ich habe ein Projekt vor, wo ich vorher mal fragen will, ob da überhaupt Interesse daran besteht. Da werden sich jetzt viele fragen, warum fragt er vorher, ob da Interesse daran besteht? Das liegt daran, weil dies ein MMO ist. Ja, hätte ich zwar auch nie gedacht, dass ich mal mache, aber ich habe die Idee zu einem Let's Play von einem MMO. So, erstmal vorneweg, welches MMO ist es? Es ist eins, was ich schon gespielt habe. Und zwar jenes hier, so kann man es gut erkennen. Star Wars The Old Republic. Wie man hier sieht, da Aufkleber. Kein Zugang bis zum 20. Dezember 2011. Das ist die erste Ausgabe. Ich habe das beim Release gespielt. Und dann ungefähr ein halbes, dreiviertel Jahr lang war ich da sehr aktiv. Und das ist dann also ein bisschen eingeschlafen, weil das Ganze hatte keine Langzeitmotivation. Aber ich habe aktuell Bock, wieder mal zu zocken. Auch in meiner Hinsicht. Oder ich sollte mal erstmal erklären, wie das laufen würde. Ich würde mir erstmal einen Char stellen. Und dann, wenn ich aufnehme, würde ich das Ganze auf Twitter, falls ich dran denke, posten, von wegen, jetzt wird Star Wars aufgenommen und bin da und da. Oder wenn ich zum Beispiel, dann wüsstet ihr, dass ich aufnehme, ihr könntet mitmachen, so ein bisschen, dass das Ganze so ein bisschen zum Community-Projekt wird. Einzige Problem daran ist, was heißt eigentlich kein Problem, das Spiel ist ja, werden vielleicht einige wissen, ist größtenteils Free-to-Play. Ich sage extra größtenteils, weil ich werde persönlich mir Abonnementkarten holen, also diese 60-Tage-Karten, werde ich mir ein paar von holen, weil ich weiß nicht, wie lange ich da drauf Lust habe, deswegen will ich da kein festes Abonnement verabschließen, das ist immer so ein bisschen umständlich dann abbestellen, dann hast du trotzdem noch so tierisch Tage, weil ich nehme meistens ein halbes Jahr im Voraus und deswegen halt 60-Tage-Karten, das ist zwar ein bisschen teurer, aber das macht mir nichts. Ja, und dann werde ich halt extra mit dem Abonnement-Account, weil ich habe letztens gespielt und das ist doch einige Einschränkungen bei dem kostenlosen, was mir nicht gefällt, obwohl ich schon mit meinem Account bevorzugten Status habe, weil ich halt schon mal gespielt habe. Aber das möchte ich jetzt nicht erklären, was der bevorzugte Status alles mehr macht und ja, das muss jetzt nicht. Also, ich bin halt am Fragen, ob da Interesse dran besteht. Ich würde auch mit, am liebsten mit meinen Abonnementen, also mit meiner so Mini-Community, die eigentlich jeder YouTuber hat, würde ich das gerne machen, dass ich mit euch zusammen die Instanzen mache. Oder besser gesagt Flashpoints, wie sie in dem Spiel heißen. Und weiß ich nicht, wenn wirklich großes Interesse daran besteht, auch später eventuell Operationen. Und wenn überhaupt Interesse besteht, eventuell während des Levels auch eine kleine Gilde machen. Also kleine Gilde gründen, dann wäre sowieso. Weil ich habe sowieso noch eine Gilde theoretisch an der Hand. Mein Level 50 Charakter ist noch in meiner alten Gilde drin. Die hat sich im Moment so zerlegt, dass ich diese quasi im Moment besitze. Ich bin Gildenmeister. Und die anderen Charaktere sind winzig, also kleine Chars. Und ich glaube nicht, dass diese Leute noch spielen, weil dieses Level hatten sie schon, als ich aufgehört habe zu spielen. Also würde ich die quasi kicken oder ich würde halt eine neue Gilde gründen. Je nachdem, schauen wir mal, ob da Interesse dran besteht. Das ist es halt. Wollt ihr quasi mit mir zusammen spielen? Das wäre eine Möglichkeit. Und eventuell, was ich jetzt noch nicht versprechen kann, aber eventuell, die Flashpoints werden wahrscheinlich dann nicht mit ins LP wandern. Auf jeden Fall nicht jeder Durchlauf, weil ich mache normalerweise jeden Flashpoint 2-3 Mal, weil es gibt immer gute Gegenstände abzustauben, die einem ewig halten auch und bei The Old Republic auch gut aussehen und das erkläre ich aber alles hinterher später. Das ist etwas mit den Items, was es damit auf sich hat, das muss ich dann im Spiel selbst erklären. Und dann würde ich diese überschüssigen Flashpoints quasi streamen, damit da auch, falls da Interesse dran besteht, ist natürlich die Hauptfrage. Also könnt ihr jetzt in die Kommentare schreiben, hier unten drunter, ob ihr denn ein LP dazu haben wollt, ob ihr mit mir das spielen wollt, oder ob ihr sagt, nein, da besteht kein Interesse dran, weil ich möchte ungern das Ganze aufnehmen, bearbeiten und so weiter, und dann hinterher guckt sich's keiner an, oder möchte keiner mitmachen.
Das wäre nicht der Sinn der ganzen Sache. Also einfach ein kleines Kommentar jetzt unter dieses Video, was jetzt schon fast 5 Minuten lang ist, was ich gar nicht wollte. Aber das ist halt meine Frage an euch. Und ich hoffe, es werden sich einige darauf melden. Also, ich bin sauer. Bis zum nächsten Let's Play. Ciao, Leute.